großes Entsetzen in der ganzen Stadt. Um kurz vor 3:30 war der Kleinlaster in eine Menschenmenge gefahren, vor einer bekannten Gastwirtschaft. Ein geschockter Mitarbeiter wird von der Polizei weggeleitet. Die Beamten stehen noch ganz am Anfang ihrer Ermittlungen. Heute um kurz vor 3:30 ist im Innenstadtbereich von Münster ein Fahrzeug in eine Außengastronomie gefahren. Aktuell haben wir 3 Tote zu beklagen, 20 Verletzte, 6 davon schwer verletzt. Nach diesem Unglück, nach diesem Ereignis, hat sich der Fahrer selbst im Fahrzeug gerichtet. Die Hintergründe der Tat sind bislang noch völlig unklar und dahingehend werden unsere Ermittlungen jetzt angestrebt. Wer der Täter ist, woher er kam, dazu gibt es zur Stunde noch keine Informationen. Der Zugang zu dem Gasthaus ist weiträumig abgesperrt. Die Innenstadt war zum Tatzeitpunkt voller Menschen. Auch Bürgermeister Markus Lewe eilte schnell herbei. Ganz Münster trauert über dieses schreckliche Ereignis. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen der Getöteten. Den Verletzten wünschen wir schnelle und baldige Genesung. Wir wissen nicht bis zum Zeitpunkt, welche Hintergründe dieses Ereignis hatte. Aber ich danke schon jetzt den vielen Einsatzkräften, die unermüdlich hier in Münster im Einsatz sind. Ob es sich um einen Anschlag handelte oder nicht, dazu will sich die Polizei zur Stunde noch nicht äußern. Der Vorfall weckt aber bei vielen Menschen Erinnerungen an Paris oder andere Attentate. Die Stadt Münster steht unter Schock.